Nach der großen Kälte kommt jetzt endlich auch Schnee. Übrigens, wenn ihr neu auf dem Hoshi-Kanal seid, vergesst das kostenlose Abonnieren nicht. Und falls ihr Althoshianer seid, schaut auf jeden Fall nach, ob die Glocke aktiviert ist. So wird dann das Abäppeln immer zur Meisteraufgabe. Hier bei so halbgefrorenen Pferdeäppeln ist es ja nicht schwierig. Da fährt man einfach mit dem Mistboy hier an die Kante und dann tritt man hier ein bisschen und schon löst sich alles. Aber es gibt ja auch noch die ganz, ganz Bösen, die richtig komplett mit dem Boden zugefroren sind. Und da gucken wir mal, was da jetzt wohl die bessere Lösung ist. Und da ja ganz viele von euch mir im letzten Video geantwortet haben, wie ihr die eingefrorenen Äppel losbekommt, will ich heute auch mal testen, welche Möglichkeit wohl die bessere ist. Und hier habe ich schon ein schweres Gerät aufgefahren. Ich habe einmal eine Hake, wie sie ja normalerweise im Garten verwendet wird. Also einmal vorne mit diesem Zinken. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Und hinten mit diesem normalen Blech. Dann habe ich hier eine Schneeschaufel, wurde auch sehr oft genannt, aber aus Metall. Dann ganz klassisch hier einen Spaten oder eben auch eine Schippe. Und hier habe ich noch eine Mistgabel ist es eigentlich nicht, halt irgendeine Gabel, die etwas fester ist. Also keine Heugabel, aber hier so eine mit Zinken. Dann als mein Standardgerät habe ich ja hier Mistboy und eben diesen Kinderfederrechen. Aber der versagt hier komplett, ganz klar. Und dann habe ich hier noch diesen kinderrichtigen Rechen. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und jetzt testen wir mal, was wohl am besten funktioniert. Also ganz ehrlich gesagt habe ich dann auch hier solche Äppel. Die liegen jetzt also auch schon ein paar Tage. Die dann überhaupt nicht weggehen, lasse ich die eigentlich liegen und warte dann, bis das Wetter ein bisschen besser wird. Weil bei uns hier in Deutschland, wisst ihr ja, ne, hält es ja sowieso nicht so lange an, die Kältewelle. Aber gut, jetzt probieren wir auf jeden Fall die mal aus, weil die sind extrem und besonders hart. Also hier habe ich mit meinem, das löst sich aus, das obere Teil, okay. Aber mit dem Rest habe ich hier fast kaum eine Chance. Oder muss zumindest also unwahrscheinlich viel Kraft aufwenden. Das erste, was man wohl so macht, ist dieses Kicken. Also gegen den Haufen kicken und dann schauen, dass sich halt irgendwas löst. Das hat nur ein Problem. Man hat nämlich am Schluss, finde ich, relativ Schmerzen. Erstmal an den Zehen und dann später auch hier im Knie. Also auf jeden Fall keine gute Methode, die ich also auf keinen Fall empfehlen würde. Jetzt muss ich nur sehen, dass ich das alles mit einer Hand hinbekomme. Fangen wir jetzt mal an hier mit dem schwersten Gerät, mit der Schneeschaufel. Ansetzen und eben dranfahren. Ja. Und das finde ich ja schon mal sehr vielversprechend. Ja, das heißt also, diese dünne Kante, jetzt hätte ich mir erstmal gegen den Tisch geschlagen, die dünne Kante hier von dem Schneeschieber, schiebt sich also auch wirklich unter den gefrorenen Haufen und kann dadurch ganz gut lösen. Also schon mal super Ergebnis mit wenig Kraftaufwand. Jetzt nehmen wir mal die Hake, weil die wurde auch relativ oft genannt. Das heißt also einfach hier draufschlagen. Also man sieht, es löst sich zwar auch, aber es gibt ziemlich viele kleine Brocken und ja, ich merke es hier schon an der Hand. Also wenn man hier komplett alles so abäppeln wollte, für mich also glaube ich nicht so die beste Möglichkeit. Jetzt haben wir hier noch diesen großen Rechen, Gabel, die Gabel. Da können wir jetzt hier auch mal probieren. Ich weiß gar nicht, wie man die jetzt ansetzt, ob man dann auch einfach drunter fällt. Ja, drunter fahren ist vielleicht ganz gut. Aber das sieht man auch, dass also die Gabel hier so einzelne Risse reinmacht und dadurch die Pferdeäppel richtig schön verteilt werden. Also auch nicht ganz so optimal. Ich nehme an, die Schaufel, ob das jetzt ein Spaten ist
oder dann eben auch eine normale Schaufel. Wird ähnlich funktionieren wie die Schneeschaufel. Das wieder ansetzen. Also nicht ganz so gut, muss ich sagen, nicht ganz so gut wie der Schneeschipper. Ja, mit meinem kleinen Rechen brauche ich, glaube ich, gar nicht anzufangen, weil die Dinger, die sind ja so extrem dünn vom Material. Man sieht auch hier, sind die Zinken schon komplett verbogen in alle Richtungen. Also ich glaube, damit habe ich hier eigentlich weniger. Ja, das andere war alles schon gelöst, aber hier keine Chance. Finger tun wieder weh und alles, was man nicht braucht. Dann wurde noch genannt heißes Wasser, aber gut, ich meine, hier so viel heißes Wasser mitzunehmen, um die Äpfel eben ja, anzutauen, halte ich jetzt nicht für besonders sinnvoll. Dann würde sie, glaube ich, lieber liegen lassen. Also für mich eindeutiger Sieger hier unsere Schneeschippe oder Schneeschaufel, weil erstens mal richtig großflächig. Man kann sie auch direkt aufnehmen und direkt reinschütten. Das war nun der kleine, hoschi-gefrorene Äppeltest. Ja gut, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und das heißt für mich jetzt hier abäppeln. Aber das wisst ihr ja zu Genüge, wie das funktioniert. Wir sehen uns dann später gleich nochmal. Ordnungsgemäß gesäubert. Genau, 3 Schubkarren gab es heute. Gebraucht habe ich eine Dreiviertelstunde. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie viel Schubkarre braucht ihr für den Stall sauber zu machen? Also wie viele Pferde habt ihr, wie viel Schubkarre und natürlich wie lang braucht ihr dafür? Würde mich mal sehr interessieren. So, dann geht es jetzt mal raus. Gucken wir mal noch nach den Entchen. Ich merke so, dass so mein Kinn so leicht angefroren ist und da fällt mir das Sprechen immer so schwer. Aber ich nehme an, es gibt gesunde rote Bäckchen. Also gehen wir jetzt mal kurz raus. Den Enten war es die ganze Zeit ganz schön kalt. Da habe ich jetzt hier wieder die ganzen Rotlichtlampen aktiviert. Sie hängen ja fest im Stall. Und weil sie hier im Entenstall eine hängen und dann noch eine im Schweinestall, können wir auch mal kurz vorbeischauen. Und die mache ich dann immer so bei minus 5 ungefähr, schalte ich die dann ein, dass die nicht so arg frieren. Hier habe ich die für die Schweinchen. Aber die kuscheln sich meistens hier in ihr Häuschen rein und sind eigentlich glücklich. Gell? Eigentlich seid ihr glücklich in eurem Häuschen, gell? Braucht ihr nicht mal unbedingt eine Lampe, ne, Paulchen? Ne? Ja, du bist mal ein Dicker, gell? Du bist mal ein Dicker, Süßer. Ihr kriegt dann gleich noch was. Man, bei der Kälte brauche ich die auch nicht rauszulassen, weil die stehen dann nur wie belämmert da und gucken ganz dumm. Und da fühlen sie sich hier im Stall schon wohler. Wie gesagt, ich gebe denen halt ab und zu mal was rein, so ein bisschen zum Suchen. Da haben sie ein bisschen was zu tun. Ich
zu mal wieder ein Brot oder ein Brötchen. Davon mal abgesehen, ist mir hier gerade aufgefallen, ich habe ja auch hier das Brot, das getrocknete, das ich also hier normalerweise hängen habe, wo sie dann ja, versuchen müssen, was abzubeißen. Da hat sich jetzt ein kleines Mäuschen zu schaffen gemacht, weil ich habe neulich gedacht, ach Gott, was ist denn mit dem Brot? Das ist so leicht geworden. Und das ist hier komplett, aber wirklich komplett ausgehöhlt. Und da ist nur noch außenrum die Rinde da. Also schon hat es sehr gut geschmeckt. Also Ratte war es auch nicht, weil es sind nur ganz kleine Mäuseknöttelchen drin. Und ich finde, die Maus, die muss ja auch leben. Ne? Deswegen habe ich das Brot mal hängen gelassen. So, genug gequatscht. Jetzt gehen wir nochmal raus. Also die Entchen hier wieder zumachen, dass es nicht kalt wird. Weil auch bei den Entchen habe ich jetzt momentan eine etwas andere Reihenfolge. Ja, geil. Aber heute ist schon besser. Ich meine, heute ist ja zum Glück nicht ganz so kalt, sondern nur um die Null. Aber im Entenparadies ist natürlich alles richtig festgefroren. Da gibt es also keine Möglichkeit, hier irgendwie noch das Eis aus dem Becken hier irgendwie aufzuklopfen. Ich habe hier normalerweise immer mal einen Stein. Selbst der ist festgefroren. Ich probiere das dann hier aufzuklopfen, aber keine Chance, also wirklich keine Chance, komme ich absolut nicht durch. Deswegen bekommen die jetzt jeden Morgen hier noch einen Eimer Wasser hingestellt. Und selbst hier sieht man schon, dass es schon langsam wieder hier friert. Den mache ich jetzt halt jeden Morgen frisch. Also morgens den Eisklumpen raus und frisches Wasser rein. Und ja, das jeden Tag das Gleiche, so dass die Wasser haben, weil das ist ja ganz, ganz wichtig für die Enten, weil eine Ente ohne Wasser ist keine Ente. Ah, jetzt hat sich schon rumgesprochen, oh, ich glaube, es gibt was. Können wir doch mal schauen. Wollt ihr mal schauen? Kommt mal her, komm. Quack, 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 quack. Ah, kann man auch sehen, dass Enten fliegen können. Das ist die Queenie. Die läuft nicht so gern, die fliegt immer lieber, wenn es mal alt ist, sagen muss. So, jetzt muss ich nur ein klein bisschen weggehen. Und dann kommen die bestimmt hier klar reingerast, genau. Der Tuk-Tuk mal vorne. Hallo, Tuk-Tuk. Dann kommt die Holly, dann der Hans. Da habe ich immer mal ein Problem. Das ist die Daisy, genau. Daisy, dann kommt die Queenie. Dann Tick-Tick und ganz hinten. Fällt mir der Name schon selbst nicht mehr ein. Ne? Die denken jetzt hier, was, jetzt ist er da, ruft uns und es gibt nichts. Frechheit. Naja, aber die haben heute Morgen schon Salat bekommen, hier liegt er. Nur hat natürlich der Salat jetzt auch die Eigenschaft, dass er friert. Das ist also auch eigentlich nur doch eine Eisplatte momentan. Und das fressen die dann, glaube ich, nicht mehr ganz so gern. Aber gut, man, hier haben noch Futter darstellen, alles, was dementsprechend sonst noch benötigt wird. Gell? Ja, wenn nicht geht in euren Stall, da ist es schön warm. Ne? Da ist es schön warm drin. Okay? Ach, jetzt fällt mir ein, die Kiki. Die überlegt schon die ganze Zeit. Oh Gott, wie heißt denn die letzte Ente? Das ist natürlich die Kiki. Oh, Kiki, tut mir leid, habe ich wirklich in dem Moment vergessen gehabt. Hättet ihr es gewusst, schreibt das mal in die Kommentare. Gut, dann verlassen wir wieder das Entenparadies. Ich habe auch bei uns in der Futterkammer jetzt elektrische Hilfe nötig. Ich meine, das ist ja das Tolle, wenn man Elektrik hat, dass das Wasser dann zumindest hier nicht einfrieren muss. Da habe ich mir jetzt so einen Frostwächter hingestellt. Ich habe ja hier komplett die ganzen Leitungen, die hier hoch und runter gehen. Und ich meine, klar, hier drin ist es auch nicht gedämmt. Und dementsprechend wird es hier auch kalt. Und jetzt habe ich hier unten hier so einen kleinen Frostwächter stehen. Den habe ich jetzt nur falsch rum hingestellt, weil das Kabel zu kurz ist. Und da geht hier die Wärme nach oben. Und so war jetzt also bei bis zu minus 10 Grad hier zumindest das Wasser nicht gefroren. Weil hier wäre es ein Problem, wenn es friert, weil dann die Leitungen reißen. Und hier hinten habe ich ja mein Katzenfutter stehen. Eigentlich gar nicht so weit entfernt. Und da hatte ich dann jetzt auch schon das Problem, dass das gefroren war. Also das nehme ich dann mit runter in den Keller. Und dass es da stehen, weil da ist es ja schön warm. Und so hat der Winter immer seine eigenen Tücken. Aber es ist wirklich wesentlich einfacher jetzt hier mit Strom und mit fließendem Wasser. Weil wenn ich so an die Zeit zurückdenke, an unseren ersten Offenstall ohne
Strom und ohne Wasser. Also es war wesentlich aufwendiger. So richtig müde, so und Streck kommt hier der Willow. Ja. Hast nämlich geschlafen, gell? Das habe ich gehört. Oder vielmehr gemerkt. So richtig so, ich glaube, da draußen ist was los. Ich schau mal. Und bist du ganz alleine, Willow? Hm? Bist du ganz alleine da? Aber ich glaube, wir können jetzt nochmal runter in den Keller gehen. Da bin ich mir sicher, wer dort ist. Weil da ist ja Balu und Kaya fest eingezogen. Allerdings katzenbaummäßig waren sie bis jetzt noch nicht drauf. Aber wir können ja mal ganz leise runtergehen und mal schauen. Ich bin mir relativ sicher, dass er da ist oder dass die beiden da sind. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Immer vorwarnen, weil die Tür so laut ist. Nicht erschrecken. Ah, das habe ich gewusst, wer da ist. Das habe ich gewusst, wer da ist. Ah, das habe ich gewusst. Der kleine Balu, gell? Oh, und schön kuschelig warm. Ich nehme an, dass Kaya auch da ist. Der ist nur geflüchtet. Weil der rennt dann meistens hier nach hinten. Soll ich das Licht anmachen? Und war der schon mal auf einem Katzenbaum drauf? Hm? Du bist auch ganz müde, gell? Hm? Du bist ja auch ganz müde, mein Süßer. Hm? Ich bin auch ganz müde, gell? Warum weckt der mich nur? Hm? Warum weckt der mich nur? Und ist der Kaya auch da? Lass mich mal gucken. Vorsicht, Willow. Nee. Nee, Kaya ist auch nicht da. Wie gesagt, sonst, wenn die Tür aufgeht oder so laut aufgeht, schreckt er sich meist und dann rennt er weg. Na Balu, du könntest ja mal hochgehen auf den Katzenbaum, ne? Da könntest du mal hochgehen, das wäre doch mal toll. Hm, das wäre doch mal toll. Oder nicht? Hm? Nicht so toll? Nee. Gut, ich meine, irgendwann werden sie mit Sicherheit hochgehen. Ich werde den dann auch im Sommer oder vielmehr im Frühling dann auch rausstellen. Oder was meint ihr? Könnten wir doch machen, oder? Ist ja eigentlich sehr schade, dass jetzt kein Weihnachten mehr ist oder nicht die Weihnachtszeit. Weil jetzt Weihnachtsmarkt oder Glühwein trinken bei dieser Kälte, könnte ich mir das super vorstellen. Vielleicht sollte man das Ganze einfach ein bisschen nach hinten raus verschieben. Ich kann hier wieder kaum laufen. Kaum laufen? Das war aufdringlich, bist du Kleiner. Hm, bist du aufdringlich? Ja? Ja. Süßer bist du, oder? Du bist ein Süßer. Du bist ein besonders Süßer. Ja, ich weiß es. So, da kannst du wieder in dein Versteck gehen. Kannst du wieder in dein Versteck gehen. Muss echt aufpassen, dass ich hier nicht drüber falle. Schwierig. Das war's schon wieder, mein kleines Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mich würde es tierisch freuen für einen Daumen nach oben. Und was mich noch viel mehr freuen würde, wäre natürlich, wenn ihr hier meinen kleinen Kanal auf YouTube abonniert. Und vielleicht alle Leute, die den Willow auch so lieb haben, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.